Hallo zusammen. Heute ist der 5. Februar und wir sind mittendrin in der Winterpause. Für uns geht das Reisen dann erst wieder Anfang März los. Ich möchte diese Zeit gerne ein bisschen überbrücken und auch nutzen, um euch unsere Hubstützenanlage einmal vorzustellen. Ich weiß, es gibt viele alte Hasen unter euch. Die werden jetzt sagen, das weiß doch jeder. Aber ich sage euch, in den letzten 3 Jahren sind auch viele neue Wohnmobilisten dazugekommen und einige unter euch spielen vielleicht mit dem Gedanken, sich so eine Anlage selber installieren zu lassen. Und für genau die ist dieses Video gedacht. Was braucht man denn eigentlich für eine Hubstützenanlage? Natürlich die Hubstützen selber, aber auch eine Pumpe und ein Vorratsgefäß für Öl, denn das Ganze funktioniert ja mit Öldruck. Das ist bei uns da vorn hinter dieser Klappe verbaut und lasst uns das doch jetzt einfach mal anschauen. Wir haben ja einen doppelten Boden bei uns im Wohnmobil. Und den kann man zum Beispiel auch dafür benutzen, technische Geräte gut zu verbauen. Ihr seht hier im Vordergrund die Pumpe, die das Öl aus dem Vorratsgefäß, was im Hintergrund zu sehen ist, zu den Hubstützen pumpt. Wir haben uns für eine Hubstützenanlage der Firma Lineppe entschieden. Und zwar auch deshalb, weil man diese Anlage mechanisch, also komplett ohne Strom, betätigen kann. Man schraubt einfach diesen Hebel ein und kann den dann als Pumphebel benutzen. Das Ganze hat den Vorteil, dass im Fall eines Stromausfalls immer noch die Hubstützen eingefahren werden können und man trotzdem wieder nach Hause kommt. Jetzt wollen wir uns doch mal die Steuereinheit anschauen. Die befindet sich bei uns am Einstieg direkt neben der Treppe. Rechts oben befindet sich ein Knopf zum Einschalten. Und danach kann man auswählen, ob man die ganze Anlage automatisch oder manuell betätigen möchte. Drückt man links unten diesen Knopf, so werden die 4 Hubstützen automatisch gesteuert, ausgefahren und das gesamte Wohnmobil wird waagerecht ausgerichtet. Manchmal stimmt das noch nicht so ganz, dann schaltet man auf manuell um und kann danach die Hubstützen einzeln betätigen. Entweder nur vorn oder nur hinten, auf der Beifahrerseite oder auf der Fahrerseite, so wie das hier symbolisch mit diesem Fahrzeug markiert ist. Wenn man dann wieder abreisen will, betätigt man links oben den Knopf und alle 4 Hubstützen werden eingefahren. Das schauen wir uns doch am besten jetzt mal in der Funktion an. Ich habe an dieser Stelle die Geschwindigkeit des Videos einfach mal verdoppelt, damit wir hier nicht so lange warten müssen. Der ganze Vorgang sieht so ein bisschen ruppig aus und das ist auch in natura so. Am Anfang hatten wir sogar Angst, dass es uns doch wohl hoffentlich nicht das Wohnmobil umwerfen wird. Aber das ist glücklicherweise nie passiert. Zuerst fahren immer die Hubstützen nach unten und nehmen Kontakt mit dem Boden auf. Dann wird ermittelt, wie schräg das Fahrzeug steht. Und zum Schluss wird das Fahrzeug genau in die richtige Höhe angehoben, sodass alles waagerecht ist. Jetzt habt ihr ja gesehen, wie schön einfach das Ganze funktioniert. Wir möchten darauf ehrlich gesagt gar nicht mehr verzichten. Ich weiß, einige unter euch sagen, das ist teurer Schnickschnack und das braucht man nicht. Wir brauchen es, weil wir nachts wach werden, wenn das Wohnmobil nicht gerade steht und wir haben dann das Gefühl, dass wir aus dem Bett rollen. Und das ist einfach nicht schön. Ja, und es hat auch noch andere Vorteile. Wenn man zum Beispiel erstmal spät an einem Campingplatz oder Stellplatz ankommt, zum Beispiel wenn man Strecke machen will, dann müsste man im Dunkeln noch aussteigen, Keile unter die Räder legen und dann regnet es vielleicht oder schneit, so wie jetzt.
Da ist das schon viel bequemer, wenn man einfach nur drinnen auf den Knopf drücken muss. Ich möchte euch noch was mit zeigen und auf den Weg geben. Wir haben nämlich solche Unterlegplatten. Die sind aus einem Kunststoff, ganz leicht, so wie Styropor, aber sie können eine Unmenge an Last tragen. Diese Platten kann man unter die Hubstützen legen. Das ganze Wohnmobil steht dann auf diesen Platten und das sind immerhin fast 5 Tonnen. Der Vorteil ist, dass die Auflagefläche vergrößert wird. Die sind nämlich 30 x 30 cm und noch ein Vorteil ist, diese Platte ist 6 cm hoch und damit gewinnt man nochmal 6 cm, was ganz sinnvoll ist, wenn man in schrägem Gelände steht. Sie haben aber auch einen Nachteil, wenn der Untergrund nicht komplett gerade ist, dann brechen die oder reißen ein. Das ist uns hier schon passiert. Deswegen habe ich mir nochmal so eine neue Platte besorgt. Das geht übrigens über Facebook. Da gibt es eine Seite, die heißt Hupsi Stützenplatte. Das sind Hupsis. So, und damit das nicht wieder passiert und die Platten nicht wieder einreißen, habe ich mir noch im Baumarkt eine Platte aus Holz zurechtschneiden lassen. Ebenfalls 30 x 30 cm. Die legen wir dann unter und dann passiert das nicht mehr. Übrigens kann man auch zwei Platten übereinander legen, haben wir auch schon gemacht. Dann hat man 6 plus 6 plus 3, also 15 cm Höhenunterschied nochmal mehr ausgeglichen. Das haben wir schon gebraucht oder hätten es gebraucht, damals hatten wir das noch nicht, in Kroatien. Das soll es aber für heute wirklich gewesen sein. Für alle, die sich für Hubstützen interessieren, denen hoffe ich, hier eine Anregung gegeben zu haben und ein paar nützliche Informationen. Für heute soll es das wieder gewesen sein und ich verabschiede mich deswegen wie immer bei euch und sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.